Und überdies ist uns das Erleibung genug, zu wissen, dass all dies vom Allgöttlichen uns gesandt wurde, denn sonst hätte er uns nicht mit einem so fantastischen Tempelorgan ausgestattet, der allerheiligsten Adyten und Eucharonta, die uns ernähren, die uns anziehend machen, die alles transformieren, was uns darin angetan wird, die alles Schlechte in Gutes verwandeln, die allen Schmerz in Lust und Erhebung und Gereinigtheit. Und wir also in dieser Rotationserleuchtungs-Durchtunnelungserfahrung trotz aller Niederungen des Fleisches, des genießenden Fleisches, aus dem wir gemacht sind, uns jene Ewigkeit, jene Bestimmtheit, jene Metapher, jene allgöttliche Vorsehung und Weisheit vermittelt, dass wir sicher sein können, dass unser vergängliches, fleischliches Wesen, einschließlich unseres Inneneinnist, Organellen an Eucharontismen, einem höheren und ewigen Zweck dienen. Das Ewige hat schon recht daran getan, ein Genussfleisch zu wählen, dieses in seiner flexiblen Elastizität, dass nichts ihm etwas antun kann, dass alles Übermächtige, dass alles Große darin einzuverleiben und umzuverwandeln ist, in seinen Rotationskern Ringspulen, dass es uns mit solch einem Erleuchtungsinstrument ausgestattet hat, damit wir anders wie ihr durch die Gleichübereinstimmung, durch die Abstimmung der Seiten, der Vibrationen, der Faszikulationen, der Rotationsgeschwindigkeiten, diese eleusinischen Mysterien der Erleuchtung erfahren, die gerade darin bestehen, mitzuschwingen, weiter sich zu bewegen, das Lebendige zu erfahren als Lebensspirale dieser Rotationen und nicht so wie ihr zurückregrediert auf diesen eingefrorenen Augenblick des Parmenides, um dahinter die Fratzen des Baugerüsts, der Skelettstruktur des Seins als ewiges erblicken zu wollen in seiner Polarität. In unserer Erfahrung geht es um Bewegung, bei euch um Stillstand und Festhalten. Bei unserer Erfahrung geht es um die terniäre Rotationserleuchtung. Bei euch geht es um etwas, das das ganze Gegenteil dessen ist und uns festhalten möchte, feststeppen, zum Zeichen, zur Bedeutung zu machen. Aber die Bedeutung, unser Ewiges, liegt in der Immerbewegtheit und in der Immer-Trans-Neuformierung.